haben wir Pyramiden und wollen das ein Level höher bringen. Also wollen wir uns mal überlegen, wie wir zwei Pyramiden hintereinander machen können. Dafür brauchen wir, wie gehabt, ein Stück Papier. Reißen das in der Mitte durch, damit wir hier so zwei kleine Teile kriegen. Nun wird es, wenn das Bild fertig ist, so aussehen, dass die Pyramiden hintereinander stehen werden, beziehungsweise voreinander. Und die Pyramide, die hinten stehen soll, das Papier setzen wir als letztes drauf. Ein bisschen versetzt, damit es noch ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Gut, jetzt brauchen wir unsere Farben. Ich mache es wie das letzte Mal, grün und gelb. Ein bisschen grün. Dann noch von der gelb. Zum Schluss wieder weiß, wie das letzte Mal. Bisschen schwarz und nochmal weiß drüber. So, wieder mit dem Papier drüber abziehen. So, jetzt kommt der ganze Trick bei der Sache. Die Pyramide, die wir jetzt als erstes setzen, wird die vorderste sein. Und die letzte wird die hinterste sein, die ein bisschen versetzt, damit es im Nachhinein später so aussehen wird, als ob sie noch weiter hinten stehen würde. Machen wir noch einen Planeten dazu, hier oben ist noch eine schöne Farbe, ein bisschen Schatten, ihr kennt es ja, ein bisschen den Bogen, Planet drauf. Wieder alles ein bisschen mit Schwarz abdecken. Ein bisschen Gelb drüber. Grün. Plus wieder ein bisschen schwarz. Machen noch ein paar Sterne hier. Wissen wir ja auch, wie es geht. So. Was wir jetzt noch machen wollen, ist ein bisschen Felsen hinter den ganzen Pyramiden. Also setzen wir uns eine Farbe. Grün einfach mal so drüber, dann wieder ein bisschen weiß, ein bisschen schwarz, brauchen wieder ein bisschen Papier. Ab. Das sieht ja auch schon vielversprechend aus. So, jetzt müssen wir natürlich das erste Stück Papier abziehen, beziehungsweise dürfen wir nicht den Punkt vergessen, der an die Spitze kommt. Jetzt gucken wir, hier, ziehen jetzt das Papier ab. Hier wieder unseren Flächenspachtel. Dafür nehmen wir jetzt einen kleineren. Setzen den an, das kennen wir ja auch schon. Und diesmal machen wir noch ein bisschen an der
rechten Kante vom anderen Stück Papier. Ein bisschen schwarz. So. Damit noch ein bisschen mehr Tiefe reinkommt, machen wir jetzt Nebel. Und zwar einfach hier. Das sieht jetzt gleich so aus, wenn wir es abziehen, dass der Nebel zwischen den Pyramiden ist. Hier die Spitze markieren. Wir ziehen jetzt das letzte Stück Papier ab. Jetzt müssen wir darauf achten, dass der Schatten, wie wir ihn hier gemacht haben, genau in derselben Position ist wie bei der hintersten Pyramide, damit vom Lichteinfall her gleich aussieht. So. Wir machen jetzt hier auch wieder ein bisschen Nebel. So. Machen wir wie gehabt wieder Steine. Schwarz drüber. Wieder ein bisschen weiß. Auch wieder ein Stück Papier. Wieder ein bisschen Wasser. Drüber. Den Finger abziehen. Spachtel ab. Jetzt haben wir Wasser. Um dem Wasser jetzt noch einen kleinen Effekt zu geben, gehen wir einfach mit unserem kleinen Malerspachtel hin und machen so geschwungene Linien rein. Sieht in der Fantasie so aus, als würde sich das Wasser irgendwie bewegen. Setzen an der rechten Ecke wieder eine Wand. Brauchen wir dazu wieder ein Stück Papier. Und unterschreiben das Bild. Voilà. Unsere zwei Pyramiden sind fertig. Also gehen wir das Ganze nochmal durch. Nur für die Pyramiden. Wir nehmen uns zwei kleine Stücke Papier, legen die nacheinander drauf. Die Pyramide, die am weitesten entfernt sitzen soll, ist das Stück Papier, was wir als letztes drauflegen. Und das war das Ganze schon.